Die Bleiacher sind einfach ein arbeitsames Volk, wo sich einfach in ihrem Bleiach wohlfühlen. Bleiach hat einfach auch von der Infrastruktur alles. Also wir haben einen Bahnhof, wir haben Ärzte, wir haben ein Altersheim, wir haben ein betreutes Wohnen, wir haben eine Kirche und ja, sogar alle drei Kirchen, drei Stück. Es ist eigentlich alles da, was man braucht. Man kommt auch mit dem Bahnhof weg und man hat eine Busverbindung. Der typische Bleichacher ist von den Vereinen, finde ich sehr gut, wird sehr viel organisiert, zum Beispiel das Lichterfest. Die Mentalität ist schwer zu beschreiben. Ich würde sagen, aufrecht, ehrlich, bodenständig und fleißig. Und fleißig, jawohl, genau. Also ich bin die Monika Engel, bin schon seit 14 Jahren hier die Leitung der Bücherei, arbeite hier schon über 20 Jahre, zuerst ehrenamtlich und dann halt auf 450. Und Bücher ist einfach mein Leben. Ich bin mit Büchern aufgewachsen, Bücher gehört bei mir einfach dazu. Ohne Bücher wäre für mich die Welt einfach ärmer. Ein gebundenes Buch, das kann ich umblättern, das kann ich hinlegen. Ich sehe das Cover, wenn es auf dem Tisch liegt. Ich weiß, das Buch habe ich dann einmal gelesen, wenn es mir mal irgendwann wieder unterkommt. Wenn ich ein E-Book habe, also ich habe selber auch eins, muss ich schon dazu sagen, für einen Urlaub. Aber dann weiß man nicht, habe ich das Buch schon gelesen, weil ich dann nie ein Cover sehe, weil ich nie ein Lesezeichen reinlege, weil ich das Buch einfach nicht in der Hand habe. Es kommen auch hier Leute, die wollen dann einmal ein Buch, die haben auch ein E-Book und dann bringen sie das gebundene Buch, das habe ich schon als E-Book gelesen. Ja, das ist einer Guide aufgefallen, weil sie einfach das Cover nicht gesehen haben, weil sie das Buch nicht in der Hand gehabt haben. Es gibt Menschen, die kommen einfach zu mir in die Bücherei, oh, grüß dich, hast was Tolles, und dann kommen auch wirklich welche, die kriegen von mir auch eine Tasse Kaffee. Das ist einfach der freundschaftliche und nette Umgang hier, das ist einfach toll und wichtig. Vor allem auch die Kinder, wo kommen. Es kommen extrem viele Schulkinder. Die haben wir dann überwiegend am Montag alle da, sind wir dann zu zweit und da wird das richtig durchgetaktet. Ist das. Die kommen im 10-Minuten- oder Viertelstundentakt und dann wird auch ganz groß hinterher aufgeräumt. Da muss man zu zweit sein, sonst erstickt man unter den Bücherbergen. Also ein neues Buch in der Hand zu haben, das ist wie ein Glücksgefühl. Es riecht fein, es riecht gut und dann darf ich das Buch erstmal, zuerst mal kommt die Folie weg und dann kommt der Umschlag weg, dann wird der Umschlag zerschnitten, das muss sein. Dass dann die Folie drüber geht und dann kommt der Strichcode drauf und hinten dann das Rückenschild. Und dann ist das Buch fertig zum Ausleihen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, nehme ich es meistens selber mit heim und lese es zuerst. Also Lesen für mich persönlich bedeutet, mich einfach in eine andere Welt wegzudenken. Also ich sitze daheim, ich habe meinen schönen Sessel, ich lese da und ich muss auch sagen, ich kann so in ein Buch eintauchen, da kann mein Mann nebenher einen Krimi anschauen, das macht mir gar nichts aus. Ich lese da und lese da vor mir hin und freue mich jedes Mal, wenn es ein gutes Buch ist. Ich kann es gar nicht anders sagen, das ist wie mein zweites Wohnzimmer. Ich fühle mich da einfach so wohl, ich komme da rein zum Abschalten, ich komme da einfach nicht abschalten. Ich arbeite ja hier, aber das ist genau das, wo ich dann meine Sorgen, wenn ich habe, einfach beim Arbeiten vergessen kann. Und das ist genau mein Leben. Das ist einfach toll. Josef Herz und Klaus Mattissen sind gerade auf dem Weg zu ihren Bienen. Sie sind Mitglieder des Bienenzuchtvereins in Bleichach. Die Bienen befinden sich hier im Oberallgäu sozusagen. Auf der Insel der Glückseligkeit, weil wir hier immer noch eine abwechslungsreiche Landschaft haben. Wir haben die Berge, wo wenig Landwirtschaft ist, wo noch ja, naturnahe Bewuchs der Wiesen ist. Und deswegen merkt man das auch an unserem Honig, der besonders aromatisch ist. Im Winter sollen die Bienen eigentlich ihre Ruhe haben. Die letzte Tätigkeit, die wir an den Bienen haben, ist im Herbst, im Dezember, etwa November, Dezember, ist die Varroa-Behandlung. Und jetzt heißt es eigentlich nur noch Obacht geben, dass die Bienenvölker nicht verhungern. Das heißt, wir müssen prüfen, ob noch genügend Futter in den Bienenkästen vorhanden ist. Das ist das A und O, denn das Problem ist, die besten Völker, die stärksten Völker, die verhungern am
ehesten, weil die am meisten Futter brauchen. Die Richtung in Richtung Bienensterben, das Wissen darüber, wie man es vermeiden kann, was man tun muss, das ist auch in einem kleinen Verein wichtig. Und es ist ja heutzutage nicht so, dass es nur die Milbe ist, sondern es ist eigentlich die Sekundärkrankheit. Das sind die Viren, die von der Milbe kommen. Ähnlich wie bei uns, wenn wir von der Zecke gestochen werden, werden wir auch infiziert. Und das ist das Schlimme an den Bienensterben. In den Wintermonaten, wenn wir hier kontrollieren, das ist eigentlich nur eine Sicherheit, dass man schaut, ob der Sturm oder der Schnee irgendetwas passiert ist oder so, oder Wildtiere, hier vielleicht weniger, aber an unseren eigenen Bienenstöcken geht man hin und wieder zur Kontrolle hin und schaut, ob alles in Ordnung ist. Es ist also schon vorgekommen, dass durch Sturm, wenn die Bienenstöcke einzeln stehen, umgefallen sind. Pro Volk spricht man je nach Jahreszeit. Im Winter sind es vielleicht 10.000 im Volk, im Sommer sind es 50.000. Unsere Völker hier im Oberallgäu haben selten den Umfang wie in wärmeren Gebieten. Die Bienen sind wichtig für uns Menschen. Ich will nicht sagen, dass wenn die Bienen sterben, auch die Menschen sterben. Aber ja, der Ertrag der Bienen messen wir eigentlich immer nur in Honig. Aber tatsächlich ist die Befruchtungsleistung der Bienen viel, viel höher, ein x-faches von dem, was wir eigentlich an Honig erzielen. Bleichach macht insbesondere eben diese Vielschichtigkeit aus. Wir haben in Bleichach selber schon lange geprägt von Industrie, viele Arbeitsplätze. Wir haben aber auch sehr nahe die Natur mit unserem Gunzelsrieder Tal, ein herrliches Wandergebiet, touristisches Gebiet. Und das macht eigentlich wirklich Bleichach aus. Wir haben von dem städtischen Charakter mancher Züge bis hin zum dörflichen alles, was eine Gemeinde haben kann. Bleichach ist insbesondere in den 60er, 70er Jahre stark gewachsen. Wir haben ja in Bleichach schon seit 1870 Industrie. Damals schon in Verbindung mit Wasserkraft. Die Nutzung der Wasserkraft hat dazu geführt, dass wir hier im Bereich Leinenproduktion gearbeitet haben. Und in den 60er Jahren hat dann diese Allgäuer Baumwollspinnerei die Firma Bosch übernommen. Und mit der Firma Bosch kam dann der Industriebereich auch mit den Arbeitsplätzen. Es gab dann in den Spitzenzeiten bis zu 3000 Arbeitsplätze im Werk in Bleichach. Und somit ist in den 60er, 70er Jahren die Entwicklung auch der Bevölkerung entsprechend angestiegen. Um uns die Geschichte der Industrieansiedlung hier in Bleichach mal genauer anzuschauen, haben wir uns mit Winfried Tichacek, Museumsbeauftragter des Wasserwerkmuseums in Bleichach, getroffen. Die Industriegeschichte in Bleichach ist, wie man hier auf dieser Tafel sieht, schon seit 1400 mit der Wasserkraft verbandelt. Ohne die Wasserkraft wäre sicherlich hier keine Industrieansiedlung entstanden. Schon um 1400 entstanden die ersten Mühlen und Mahlwerke und es wurden beispielsweise hier Blasebälge für die Erzerzeugung angetrieben. Der erste Industriebetrieb, das war dann eine große Spinnerei und Weberei, die damals von den drei Schweizer Unternehmern Johann Heinrich Schmid und Herrn Bindschädler aus Zürich begonnen wurde. Und das war diese Ära des blauen Allgäus. Da wurde ja Flachs angebaut und zum Teil dieser Flachs, der wurde dann in Weberei- und Spinnereibetrieben hier im Allgäu verarbeitet. Und natürlich hier in Bleichach konnte man auch schon wieder die Wasserkraft dann nutzen und hat mit dieser Wasserkraft über Transmissionen, die wir hier in dem mittleren Bild auch sehen, dann die Weberei- und Spinnereimaschinen angetrieben. Und diese Ära, die ging ungefähr bis 1960. Und dann gerade in der ersten Hälfte dann des 20. Jahrhunderts, da wurde ja das Allgäu an das Bahnnetz angeschlossen und damit kam natürlich die Konkurrenz von Baumwolle ins Allgäu und damit eine große Konkurrenz und dann wurden eben diese Spinnerei- und Webereibetriebe unwirtschaftlich.
Nach der Ära der Spinnerei und Webereibetriebe, da hielt dann die Elektrotechnik in Bleichach Einzug. Und das war dann im Jahr 1960. Und da wurde dieses ganze Areal von Bosch in Stuttgart übernommen und dann die Fertigung von Zündverteilern, Zündspulen nach Bleichach verlagert. Und auch in dieser Ära wurde natürlich, war die Wasserkraft ein wesentlicher Standortfaktor für diesen Industriebetrieb hier. Ja gut, dann hat sich nämlich wie überall die Industrie weiterentwickelt, die Elektronik hat Einzug gehalten in den Fabrikhallen, aber wie immer braucht man halt auch für Elektronik immer noch elektrische Energie und Maschinen müssen angetrieben werden. Und auch in der weiteren Entwicklung dieses Industriebetriebs in Bleichach waren wir immer froh um die Wasserkraft, die wir hier in unserer jetzt historischen Anlage erzeugt haben. Jetzt befinden wir uns in unserem jetzt historischen Wasserkraftwerk, welches von 1907 bis 2012 ununterbrochen in Betrieb war. Wir stehen jetzt hier vor der ersten Turbine, hergestellt 1907 in der Schweiz von der Firma Bell. Diese Maschine hat eine Leistung von 1000 Kilowatt und ist eine doppelte Pelton-Turbine. Im Laufe der Jahre wurde diese Wasserkraftanlage kontinuierlich ausgebaut. Neben der ersten Maschine, wie gesagt aus dem Jahr 1907, kam dann die zweite Maschine, die wir hier hinten sehen, diese blaue Feuchtturbine mit dem roten Generator dazu. Diese Maschine war über viele, viele Jahre die Hauptantriebsmaschine für die Wasserkraft in diesem Wasserkraftwerk. Jetzt stehen wir hier vor dem Generator von der ersten Maschine aus dem Jahr 1907. Und das ist schon eine gewisse Besonderheit, weil damals war ja die Elektrotechnik auch in der Pionierzeit. Und damals eine Maschine zu konstruieren, welche schon 1000 Kilowatt Leistung hatte, mit einem außenliegenden Erregermaschine, das war schon was Besonderes. Den Ingenieuren damals ist es gelungen, die Schwungmasse in den Generator zu integrieren. Und von diesem Generator existieren meines Wissens noch zwei momentan insgesamt auf der Welt. Jetzt haben wir einen Blick einmal auf die kleine Turbine aus dem Jahr 1922 und auch auf diese Schaltanlage, die wir hier im Hintergrund sehen. Das ist eine offene Schaltanlage, wie sie damals um die Jahrhundertwende auch gebaut wurde. Und die wurde auch jetzt die letzten 100 Jahre so betrieben, natürlich mit notwendigen Modernisierungen. Und so etwas, das sieht man in einem modernen Kraftwerk nicht mehr, weil da hat man jetzt wie immer die Ära der vollen Elektronik und der Visualisierung eingezogen. Das sehen wir dann vielleicht im neuen Kraftwerk. Das neue Kraftwerk bringt fast doppelt so viel Leistung wie das alte und wird, wie auch sein Vorgänger, durch das Wasser der Gunzesrieder Ache gespeist. Und auch wenn das alte Wasserkraftwerk jetzt durch das neue abgelöst wurde, es wird in Zukunft sozusagen als ein echter Bleichacher Zeitzeuge bestehen bleiben.